willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon Go und heute eine kleine Zusammenfassung nochmal, denn ich habe heute so viel zu tun gehabt, dass ich nur ein kleines fixes Video für zwischendurch zusammenknüppeln wollte. Der Kanimani Community Day ist also vorbei. Am Sonntag habe ich den also zusammengeschnitten, hochgeladen, das war gestern alles. Heute nochmal eine kleine Auswertung davon und natürlich, wir sind gespannt, was der nächste Community Day wird, aber nicht nur das, weil nächste Woche Samstag ist ja sogar schon das Barschwa-Event, was auch im Prinzip im Stile des Community Days ist, dass ich von 11 bis 14 Uhr Zeit habe, schillernde Barschwa zu fangen, aber die sitzen nicht wild in der Gegend rum, die kommen aus den Aufgaben, aus den Feldforschungen, die ihr an den Stops bekommt, da ist es natürlich ratsam, irgendwo hinzugehen, in die Großstadt mit einer großen Stoppdichte, wo ihr ganz viele Stops auf einem Haufen habt, wo ihr dann immer die Aufgaben abfarmt, die Belohnungen abholt und hofft, dass ihr da einen Shiny Barschwa bekommt. Das Gute ist, ihr braucht da keine drei Stück, um von jeder Form eins zu haben, weil das hat ja nur eine Entwicklung. Also reicht ja auch, wenn ihr euch zwei Stück gönnt und in drei Stunden wird das sicherlich möglich sein. Wenn nicht, habt ihr bestimmt gute Freunde, die euch aushelfen, wenn die 1000 Stück bekommen haben, dass sie euch mal wieder eins rübergeben. So läuft das ja immer mal ab. Man hilft sich, wo man nur kann. Aber zurück zum Kanimani Day. Der Iswo war also da. Das war ja genau sein Ding, worauf er so ewig gewartet hat. Hat sich extra Urlaub genommen, war jetzt ein paar Tage da. Wir sind zusammen da rumgegangen. Auch Deni, Sandra, Bob, alle dabei, hin und her. Richtig coole Sache und ich muss sagen, mir hat der Tag auch viel mehr Spaß gemacht, als der letzte Community Day im Dezember. Da gab es zwar alle Sachen komplett auf einmal, das ging ein ganzes Wochenende, aber ich hatte sowas von keinen Bock in der Zeit zu zocken auch, denn das war alles ja nur aufgewärmter Gulasch für mich. Bisher jeden Community Day mitgemacht, habe also von jedem schon die Shinies gehabt, auch alle Formen, und es war für mich also nichts Neues und es war damals einfach nur saukalt und richtig brutal. Und diesmal Kanimani, was ganz Neues, worauf man sich gefreut hat, ist wo am Start, wieder hier in gewohnter Umgebung unterwegs gewesen, war ganz lustig, das Wetter ging auch einigermaßen, muss man sagen. Es hat zwar zwischendurch dann immer mal geregnet, genieselt, ein bisschen angefangen. Das war schlecht für uns, aber trotzdem irgendwie auch gut, denn so war Kanimani die meiste Zeit auch geboostet. Alle, die ihr gefangen habt, hatten dann auch automatisch hohe WP-Werte, bessere IV-Werte. Das war natürlich sehr vorteilhaft. Am Anfang dachte man ja immer, dass das an Community Days immer so ist, dass da automatisch das Wetter auch so angepasst wird, dass die Viecher alle geboostet sind. War dann ja nicht so. Deswegen hätte Tarnell eigentlich im Winter kommen müssen, damit Schneewetter ist und das permanent geboostet ist. So, ja. Aber was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe natürlich dann meine, also 6 Shinies habe ich bekommen. Sandra komplett 12 Shinies bekommen auf ihrem kleinen Account, komplett ausgerastet. Bei den anderen sah es auch relativ gut aus. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, die gar keins bekommen haben oder nur 1 oder 2, habe ich gelesen, aus unserer Gruppe, aus unserer Community Day. Aus der Community. Und ja, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Ich finde immer noch, der erste Community Day mit Pikachu, den ich hatte, da habe ich auch nur 2 Stück bekommen im ganzen Event. Das war auch die geringste Ausbeute, die ich bisher hatte. Ansonsten ging das immer richtig gut ab. Immer so 5, 6 bis 10 Stück. Bei Indivia hatte ich, glaube ich, sogar 14 Stück. Aber ja, manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, sagt man ja auch immer. Trotzdem für mich einer der besseren Community Days, die wieder Spaß gemacht haben. Bin gespannt, was der nächste ist. Bin gespannt, was das Barschwa-Event beinhaltet. Und ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß. 6 Stück habe ich jetzt bekommen, habe das natürlich auch dann gleich entwickelt zu Tyrakrok, zu Impergador. Habe mir da 2-3 Stück gemacht, eben mit der Community Day-Attacke. Aquahobitze ist dadurch ja ein sehr guter Wasserangreifer geworden. Nichts geht natürlich über Kyogre oder Garados mit Kaskade und Hydropumpe. Aber es ist schon mal besser jetzt als Turtok. Und Turtok war ja lange davor, gerade auch in PvP-Matches, mit seiner Aquahobitze sehr genial. Konnte immer schnell angreifen, hat immer reingehauen mit seiner Sonnenbrille, hat es alle weggeboxt.
Und jetzt kann man also auch Impagado da nehmen. Ihr konntet natürlich ein paar Low-Level-Impagados euch basteln, dass die eben in die 1-5er oder 2-5er Liga noch reinpassen. Da gab es ja diverse Tabellen und Werte, die man sich ausrechnen konnte. Ich habe da auch mit ISPO 1 getauscht. Wir hatten natürlich nicht so viel Glück, hatten eins entwickelt. Laut Berechnung sollte es also bei 100.500 haben. Es hatte dann 1.507. Aber dann haben wir einfach unsere zwei entwickelten Impagado genommen, haben die gegeneinander getauscht und so sind die dann bei 1470 irgendwas rausgekommen, meins glaube ich. Und so hat das auch wieder in die Liga reingepasst, obwohl ich in letzter Zeit trotzdem gar nicht mehr so viel PvP spiele, da ist der Reiz auch schon wieder verloren, außer man braucht mal wieder ein paar Sinosteine. Da kann man das natürlich machen, obwohl die auch relativ selten sind. Manche haben schon 100 Matches gemacht, noch keinen einzigen Sinostein. Aber das ist wieder eine ganz andere Baustelle. Würde ich sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus, von heute. Hab auch ein 98%iges entwickelt und ja, ist aber kein 100er, sonst hätte ich es natürlich noch hochgezogen. Aber wir möchten unseren Sternstaub natürlich sparen. Ziehen jetzt immer die Gen 4 Entwicklungen hoch, die 100%igen. Da ziehe ich lieber irgendwas total Sinnloses hoch, wenn es 100% hat, als was Nützliches, wenn es nur 98% hat. No Hirn, wo ist da die Logik? Aber ja, das ist halt so. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das war es aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Schreibt nochmal drunter, wie war euer Community Day und hat euch das Spaß gemacht? Freut ihr euch auf den nächsten? Wie war die Ausbeute? Und morgen kommt wieder ein ganz krasses Video natürlich. Das habe ich nämlich schon ewig vorbereitet. Wollte aber jetzt nochmal das kurz machen, so als kleines Feedback, als kleines Fazit. Und weil ich sonst natürlich keine Videoideen habe, Bruder, verstehst. Und das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.